Please, and bueno. Perfecto, Tomás, vamos. Lo primero, dar la enhorabuena al club de Magdeburgo por la organización de este partido. Fantástica la afición. Partido que para nosotros es una experiencia poder jugar, es una experiencia que nos llevamos y una gran satisfacción pese al resultado. Respecto al. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum SC Magdeburg vom diesem Event. Fantastische Zuschauer, das war für uns ein riesen Ding hier zu spielen mit dieser Atmosphäre und diese fantastischen Zuschauer unabhängig von unserem Ergebnis. So Carlos Viver redet weiter. Respecto al partido, creo que siempre que estábamos con la defensa bien ajustada, que no permitíamos acciones de contraataque por parte de Magdeburgo, creo que el equipo estaba bien, estábamos bien posicionados. En ataque hemos tenido un momento, la baja de Baladao durante el partido nos ha pasado factura en cuanto a la organización un poco de todo lo que ha venido después. Pero francamente creo que el equipo ha competido bien hasta el último momento. Al final, ganar un partido ante un rival de estas características depende de hacer un partido completo desde el principio hasta el final. Y espero que el equipo se reorganice bien para poder hacer un buen partido en la vuelta. Ja, erstmal hat Carlos Viver über Gegenstöße ein bisschen gesprochen. Die haben ein bisschen Probleme gehabt, mitzumachen in unserem Tempospiel. Danach sind die reingekommen ins Spiel und teilweise auch lange Zeit mitgemacht und die sind zufrieden mit vielen Dingen, was die seine Mannschaft gemacht haben. Aber da hat natürlich rausgemacht, dass die SC Magdeburg hat auch mehrere Spiele wechseln können und die haben am Ende nicht mitmachen können auf viele verschiedene Dinge natürlich, aber allgemein Zusammenfassung, er ist zufrieden mit seiner Meistung, der Leistung von der Mannschaft und ich hoffe, also in einer Woche hier, dass wir wahrscheinlich das besser machen können. Dankeschön, recht herzlich an unsere beiden. Ja, kurz dann gleich noch, denke ich, den Spieler von Granollers. Please, your statement to the match. Ok, lo voy a hacer en español, Tomás, para darte trabajo. Creo que el partido ha sido un partido con mucha lucha. No han habido grandes diferencias hasta el final hasta mediada de la segunda parte. Hemos tenido bastantes problemas con los lanzamientos, los contraataques rápidos que sacaba Magdeburgo. Y bueno, un poco insatisfecho por el resultado final, porque creemos que teníamos nuestras opciones para llevarnos el partido. So ähnlich ist die Zusammenfassung von Álvaro Ferrer, vom der Trainer Carlos Viver. Die haben mitgemacht lange Zeit, ein bisschen enttäuschend, dass die nicht ein bisschen bessere Ergebnisse haben können. Die haben ziemlich viele Bälle verschossen, Janik Kirchner gut gehalten. Dazu am Ende haben die leider nicht die Optionen gehabt für ein besseres Ergebnis. Aber die sind sowieso zufrieden mit ihrer persönlichen Leistung als Mannschaft und hat auf jeden Fall alles gegeben. Dann danke ich jetzt herzlich, Alvaro und Thomas. Ja, Bennett, wie sind deine Eindrücke nach diesem 4-Tore-Sieg gegen Granollers? Ja, guten Tag erstmal. Vielen lieben Dank für die Glückwünsche aus Spanien. Wir nehmen die dankend an. Ich glaube, wir haben heute eine gute Leistung gezeigt. Ich bin zufrieden mit dem Auftreten unserer Mannschaft. Wir haben beide Halbzeiten mit 2 Toren gewonnen. Natürlich könnte man vielleicht zum Schluss noch ein deutlicheres Ergebnis rauswerfen, aber das war vielleicht auch nicht das Ziel. Wir haben eine schwierige Phase hinter uns, entwickeln uns gerade, gehen gerade einen positiven Weg. Drum habe ich wenig Kritikpunkte hier zu äußern. Intern können wir uns bestimmt noch an vielen Stellen verbessern. Trotzdem war das ein wichtige 2 Punkte in dieser Gruppenphase. Es ist eine sehr ausgeglichene Gruppe. Wir wussten vorher, dass Aalborg
unentschieden gespielt hat zu Hause gegen Bukarest. Damit ist die Gruppe sehr eng zusammen und wir wussten, wie wichtig diese zwei Punkte zu Hause sein könnten für unser Ziel Richtung Viertelfinale. Das haben wir gut erledigt mit einem sehr guten Yannick Zurückhalt, der uns immer wieder geholfen hat, in unser Tempospiel zu kommen. Klar können wir das Tempospiel gerade zum Schluss vielleicht etwas mehr dominieren, Tempo bestimmen, auch mal Tempo rausnehmen. Da werden wir aber unseren Weg gehen und die richtigen Schlüsse draus ziehen und die richtigen Schritte machen. Kompliment an meine Mannschaft, Glückwunsch an meine Mannschaft. Deswegen bin ich zufrieden am heutigen Nachmittag. Dankeschön. Thomas, kannst du das übersetzen? Ein bisschen? Nichts war zu viel. Okay. Okay. Ja, dann haben wir noch Yannick Gren da. Möchte man auch seine Eindrücke, wir machen jetzt doch einige Sachen, Europapokal, die du gestanden hast im Tor und auch in der Bundesliga, tolle Leistungen wieder gezeigt, was man doch lange nicht so gesehen hat. Jetzt bist du wieder zurück. Wie sind deine Eindrücke heute? Ja, heute haben wir ein bisschen Probleme gehabt am Anfang. Wir haben gegen einen sehr, sehr guten Gegner gespielt. Die haben das schwierig für uns gemacht. Beide unsere Angriff und Abwehr haben wir Probleme, aber langsam kamen wir ins Spiel rein und haben uns ein bisschen gewöhnt an wie die spielen. Und ja, dann in der zweiten Halbzeit konnten wir das Spiel deutlicher gewinnen, aber man muss ja auch sagen, es ist eine sehr gute Mannschaft und 4-2 ist ein gutes Ergebnis. Okay, gut, dann kurz und schmerzlos, dann danke ich recht herzlich. Gibt es Fragen an die Verantwortlichen von unseren anwesenden Medienvertretern? Alles gesagt, alles Wichtige erfahren, denn danke recht herzlich. Wünsche uns allen ein angenehmes Wochenende, den Spaniern eine angenehme Heimreise. Der SCM wird dann am kommenden Wochenende hinterherkommen und dort sein Spiel austragen am Sonntag. Zuvor geht es noch nach Balingen. Bennett, wie sieht es da aus? Was ist die Blickrichtung Balingen? Vielleicht noch mal da. Ja, wir haben uns jetzt schon seit Längerem an diese englischen Wochen gewöhnt, sind in diesem Rhythmus drin. Ich habe immer gesagt, wir sollen das als Vorteil sehen, nicht als Nachteil. Wir spielen mehr, als wir trainieren. Mir persönlich als Spieler hat das immer richtig Spaß gemacht. Ungern viel trainiert, aber lieber gespielt. Dementsprechend sollen die Spieler das genießen. Klar, es ist jetzt eine Hammer-Tour. Wir fahren Dienstag Richtung Balingen, spielen Mittwoch in Balingen. Kommen dann vom Balingen wieder, fliegen Samstag relativ früh nach Barcelona, um nach Granollers übersetzen. Aber so ist das. Wir wollen uns in dieser Phase weiterentwickeln und unsere positiven Schritte fortsetzen. Und da können wir schon am Mittwoch wieder angreifen und anknüpfen. Das bleibt die Aufgabe. Bedanke ich mich herzlich, wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.